Hey Freunde, damit wieder ein herzliches Willkommen zurück bei eurem Tjulfa und herzlich willkommen zurück bei Ark Aberration. Vergesst natürlich wie immer nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und wie ihr seht, vergesst auch nicht Wasser zu trinken, denn das ist wichtig für eure durchgehende Hydration, damit der Körper richtig funktioniert. So, und jetzt spielen wir Ark, Freunde. So, wir müssen jetzt mal gucken. Ich glaube nämlich, warte mal. Okay, das ist alles fit. Der hat ein Level-Up und wahrscheinlich nichts mehr zu... Ja, wahrscheinlich nichts mehr zu fressen. Schmeißen wir den ganzen Scheiß gleich mal weg. Geben ihm erstmal noch eine Packung Leben. Der hat dann jetzt 1000. Der hat noch kein Level-Up. Der auch noch nicht. Okay. So, Freunde. Wir machen das jetzt... Warte mal. Ja, ich bring das mal hier rein. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir... Fuck, ich brauche neue Pfeile. Als allererstes machen wir uns Pfeile. So, warte mal, was? Ich habe Fasern, ich habe Holz, Feuerstein. Nee, ich habe kein... Doch, Fasern habe ich. Holz brauche ich. So, okay. Hey, machen wir mal eben ein paar Pfeile. Nee, mir fehlt noch was. Nein, hä? Stroh. Ach, Feuerstein, Fasern und Stroh war das. Ja, moin. Habe ich Stroh hier drinne? Ja, 44 aber nur. Das reicht ja nicht. Ich brauche mehr Pfeile. Hier noch was? Nein. Hier noch was? Nein. Habe ich keinen Strom mehr? Mach keine Dinger. Doch, hier noch 85. Okay. Okay, warte, ich mach mal eben ein paar Pfeile. Ein paar Stück. Okay, und dann gucken wir mal. Dann mache ich mir nämlich gleichzeitig jetzt auch noch ein paar Betäubungspfeile. Wir machen nochmal schnell eine Runde Narkobären. Und dann schauen wir mal, dass wir uns neue Raptoren holen. Vielleicht. Ich werde den Fokus aber erstmal auf Ravager legen jetzt gleich. Wenn wir Ravager sehen, werden wir uns die auch holen. Weil Ravager so im Rudel sind, glaube ich, richtig krass, weil die kriegen ja, glaube ich, auch einen Rudelbonus oder so. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob die den Bonus auch kriegen, wenn die gezähmt sind. Aber das ist ja erstmal vollkommen egal. So, wir geben jetzt mal... Warte mal, hat der schon was im Inventar? Nee. Wir gehen jetzt mal kurz mit dem hier Beeren sammeln. Weil ich glaube, wenn ich mit dem Para Beeren sammle, habe ich einen... kriege ich, glaube ich, mehr. Bin mir nicht ganz sicher. Und dann schnappen wir uns halt gleich den Ravager und gehen mit dem dann halt mal ein bisschen raus unterwegs und gucken, ob wir uns halt irgendwelche Viecher fangen können. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich effektiver ist hier mit dem. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir kriegen, glaube ich, mehr Narkobären. Kommt mir gerade so vor. Aber bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Boah, ganz schön. Ein Wendekreis wie ein Panzer, das Vieh. Okay, zack. Zack. Und zack. Ich weiß nicht, ob das wirklich schneller ist. Aber ich glaube schon. Kommt schon ein bisschen schneller vor, glaube ich. Aber ihr könnt mir ja mal gerade in die Kommentare schreiben, was ihr eigentlich lieber sehen wollt. Weil ich glaube, Raptoren sind normalerweise, ich denke mal, in Ragnarok ziemlich stark. Und auf der normalen Map auch. Aber hier sind es halt, glaube ich, die Ravager. Die Ravager sind hier, glaube ich, schon ein bisschen heftiger, denke ich. Haben auch, glaube ich, schon einige von euch in die Kommentare geschrieben, warum ich überhaupt immer Raptoren zähmen will. Keine Ahnung, ich stehe halt auf Raptoren. Raptoren sind somit meine Lieblingsdinos eigentlich. Komm, nimm doch den scheiß Busch mit jetzt, Mann! Geht es denn hier? Ist der blöd oder was? Will der mich verarschen? Ist der dumm? Ist der blöd? Sag's mir, ist der blöd? Ja, Frame-Einbrüche haben wir auch am Start. Ja, moin. Der kriegt den scheiß Busch hier nicht weg. Ist der bekloppt? Wie viele Narkobären haben wir denn? Ach, kann ich so gar nicht einsehen, ne? Warte mal. Inventar öffnen. Wie viel hat er denn? 79 Narkobären. Okay, es geht definitiv schneller. Aber keine Ahnung, warum der das jetzt gerade nicht einsammeln kann. Das hier geht. Keine Ahnung. Was wir ansonsten halt auch noch machen könnten... Was auch noch nice wäre, wäre uns vielleicht einen Spinosaurus zu holen und den hochzuleveln. Weil ich habe mir dann... Ach, guck mal, da hinten ist sogar einer. Ich habe mir nämlich auch vorgenommen, dass wir vielleicht die Location wechseln. Weil man kann ja zumindest irgendwie an die Oberfläche kommen, so mehr oder weniger. Dass wir vielleicht besser an die Oberfläche gehen oder so. Aber ich weiß es halt nicht, Freunde. Ich bin da sehr, sehr unschlüssig, was das anbelangt. Weil eigentlich finde ich es hier unten am Strand ganz gut. Wir könnten uns hier auf jeden Fall eigentlich ganz gut niederlassen, ohne dass uns jetzt irgendwer übermäßig auf den Keks geht. Vor allem, wenn wir das dann noch ein bisschen befestigen und noch Geschütztürme und so anbringen, sind wir da eigentlich ultra safe.
Aber ich würde halt auch gerne mal was anderes sehen. Aber was ihr euch auf jeden Fall schon mal merken könnt, ist, ich werde nach diesem Projekt hier noch ein zweites Ark-Projekt starten, wenn das hier irgendwann mal durch ist. Und da werden wir dann die Map Ragnarok spielen. Was ich persönlich auch, glaube ich, ein bisschen cooler finden werde als Aberration. Aber das Ganze werden wir dann als Community-Projekt machen, ja? Dort könnt ihr dann auch auf dem Server spielen. Und wir spielen dann quasi auf der Aberration-Map zusammen Ark. Was auf jeden Fall nice werden könnte, wenn ihr euch alle benehmt. Es werden auch nicht alle, also ich werde da nicht einfach Open-User dazu einladen, sondern es werden halt, ich hoffe, dass ich noch ein paar YouTuber dazu begeistern kann, mitzumachen. Und ansonsten mache ich es halt für ein paar bestimmte Leute, von denen ich denke, dass die sich vernünftig hier benehmen werden, die Map auf. Die kommen dann mit auf die Whitelist. Aber nicht alle. Nicht alle, weil es gibt garantiert auch genug boshafte Leute, die dann einfach nur Scheiße treiben. Deswegen, ja, wir werden sehen. So, aber ich denke mal, das reicht jetzt erstmal an Narkobären. Ist aber sowieso noch ein langer Weg, bis wir das machen. Ja, also, ich will auf jeden Fall bei dem Spiel hier frühestens irgendwo zwischen 100 und 200 Folgen Ende machen. Also frühestens in quasi 70 Tagen ist hier Ende. Also in 2 Monaten, 2,5 Monaten. Also ich denke mal, das Projekt wird auf jeden Fall dann noch dieses Jahr starten, das Community-Projekt. Aber dauert halt noch. Dauert noch. So, jetzt steigen wir erstmal ab, machen uns richtig schöne Betäubungspfeile. Oh, komm mal her, mein Kleiner. Ich mach dir erstmal Level up. Hier, du darfst noch mehr tragen. Und wir haben 155 Narkobären. Sehr, sehr gut. Den Rest lasse ich dem jetzt einfach mal im Inventar. Dann hat der was zu fressen. So, jetzt müssen wir hier hin. Ich nehme mir mal 91 Fleisch. Jetzt gehen wir hier hin. Und gehen auf Medikamente. So, alles hier rüber, alles hier rein. Und dann klicken wir mal eben. So, es müssten ja jetzt wieder 25 sein, ne? Ne? Ah, ne, hä? 30. 31. 31 Mal haben wir dann jetzt, 31 Betäubungspfeile haben wir. Dann könnte ich mir jetzt noch ein paar Bolas machen, ne? Was brauche ich nochmal für Bolas? Fasern, Leder, Stein und Stroh. Okay, ich habe kein Stroh mehr. Das ist halt gerade so mein Problem. Und ich habe jetzt gerade nur 3 Bolas im Inventar. Ist nicht zwingend gesagt, dass die reichen, ne? Das heißt, ich müsste jetzt gerade eigentlich mir nochmal Stroh besorgen. Ich nehme schon mal Leder ins Inventar. Das hier mache ich mal kurz alles raus. Okay, Stroh habe ich. Warte, was brauche ich? Stein? Warte, ich habe jetzt Fasern und Leder im Inventar. Und Stein und Stroh brauche ich nur. Das heißt, ich muss noch ein paar Steine mitnehmen. Hier 33. Wie viele Steine braucht eine Bola? 2, ne? Oder 3? 3 Steine. Okay, und ein bisschen Stroh. Okay, dann gehe ich mal kurz zu irgendeinem Baum. Hier hinten müssten ja welche stehen. Ja. Und hol nochmal ein bisschen Stroh. Und dann machen wir nochmal einige Bolas. Weil für Raptoren reicht ja eigentlich eine Bola. Bei Ravagern, je nachdem wie stark das Vieh ist, brauchen wir eventuell 2. Jetzt machen wir einfach mal, was geht. 4 Bolas. Warum nur 4? Nicht genug Fasern. Okay. Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass es an den Fasern hängen bleibt. Alter, mein... LOL! Die Armbrust ist schon wieder fast kaputt. Hä? Wir haben die doch letzte Folge erst repariert, oder bin ich blöde? Alter! Hä? Wir haben doch nicht... Okay, ich muss nochmal die Armbrust reparieren, bevor wir losgehen. Das geht so nicht. Das geht so auf jeden Fall nicht. Okay, hier macht er jetzt nochmal ein paar Bolas. Müsste aber schnell an die Werkbank gehen. Ey, scheiße. Hauptsache, die hat schon wieder so viel aufs Maul gekriegt. Aber das kann doch gar nicht sein. Wir haben die Armbrust definitiv letzte Folge repariert. Und ich habe nicht so viel damit geschossen. Ich meine, klar, ich habe mit dem Ravager ein paar Viecher erledigt. Aber das war jetzt eigentlich nichts Übermäßiges. Gut, ich meine, wir haben jetzt hier 20 Stahl. 20 Stahlbarren. Wir haben ja ein bisschen gefarmt. Okay, warte mal, ich lege die mal hier rein. Und gucke mal, was brauche ich denn zum Reparieren? Holz brauche ich noch. Ach, warte, ich habe noch Holz hier. Okay, reparieren wir die mal. Ey, keine Ahnung. Oder repariert die nicht auf 100%? Doch.
Die repariert auf 100%. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist, Freunde. Fragt mich nicht. Fragt mich nicht. Jetzt haben wir erstmal noch 31 Betäubungspfeile, die ich mir mal eben zusammenbastle. Hier, alle herstellen. Wir machen derzeit eben Level Up. Ich gehe mal nochmal wieder auf Gewicht. Und dann gucke ich mal. Wir haben 22 Lernpunkte. Machen wir... Einmal gucken, was wir Neues erlernen können. Wir können Metallschutzschild erlernen. Schrotflinte könnten wir erlernen. Metallschutzschild kostet ziemlich viel. Könnte ich erstmal nicht machen. Dann lernen wir mal noch die Chitinhose. Und haben dann noch 7. Die 7 spare ich. Die 7 spare ich erstmal. Ja, okay. Aber ich mache mir jetzt gerade noch schnell die Chitinhose. Rüstung. Chitinhose. Dann haben wir die jetzt auch noch. Und beim Helm haben wir halt erstmal jetzt unseren Forscherhelm auf. Das ist dann halt erstmal so. Nein, warte, ich will ins Inventar, bitte. Bitte, ich will... Hallo. Hallo, ich möchte... Willst du mich verarschen, Mann? Inventar. So. Chitin... Oh, Mist, jetzt habe ich die drin gelassen. RIP. So, Inventar. Chitinhose. Die hier kommt weg. Okay. So, dann nehmen wir jetzt mal unseren Ravager. Hat der hier mittlerweile ein Level Up? Ja. Inventar öffnen. Kriegt auch nochmal Leben dazu. Okay. So. Der kommt jetzt mit mir mit. Komm, mein Kleiner. Come on. Okay. Wir jagen jetzt erstmal ein, zwei Viecher, so ein Parasaurus oder so, für Fleisch halt. Und dann gehen wir halt uns Ravager oder Raptoren schnappen. Erstmal brauche ich halt ein bisschen Fleisch, weil wir haben ja nichts mehr. Okay, da drüben sind wieder Stegosaurier. Mit denen legen wir uns ja erstmal nicht an. Das haben wir ja gelernt. Habt ihr mir auch in die Kommentare geschrieben, yo, sich mit zwei Stegosauriern anzulegen ist wie Selbstmord. Ja, danke. Ich hab's gemerkt. Hä? Ich hab's gemerkt. Okay, schauen wir uns erstmal um. Essen und Wasser haben wir eigentlich genug. Jetzt wird's natürlich wieder dunkel, wenn wir zur Jagd aufbrechen. Ist wieder typisch. Welches Level ist der hier? Level 4. Ja, komm. Es ist nur einer. Lass den platt machen. Das schaffen wir locker. So stark wie der Ravager ist. Der 1000 Leben, ey. Der hält so viele Hits aus. Oh, das war's schon. Seht ihr? Easy erledigt. So, der Ravager erntet den mal ab. Hi, mein Kleiner. Zeig mal her. Was hast du? Was hast du? Der hat nämlich auch Prime Meat. So, das lassen wir auch im Ravager drinne. Weil beim Ravager, wenn der das in sich drin hat, hält das länger. So, ich schalte jetzt mal um auf Betäubungspfeile. Und wir suchen uns mal was Nices. Am besten halt einen zusätzlichen Ravager. Aber ich würde auch nochmal einen Raptor nehmen. Erstmal. Da hinten sind halt richtig viele Ravager. Das da hinten ist halt ein ganzes verficktes Rudel. Aber das schaffen wir nicht zu zweit. Mein Ravager ist jetzt halt auch nicht der überkrasse Boss vor dem Herrn. Der ist halt Level 42. Deswegen mal gucken. Aber da hinten leuchtet irgendwas. Seht ihr das? Das könnte ein Ravager sein. Könnte aber auch irgendwas anderes sein. Ein Raptor vielleicht? Nee, warte mal. Ist ein Bulbdog, oder? Ah nee, das ist nur so ein blöder Doedicurus oder wie die Viecher heißen. Scheißendreck. Oder ist es ein Skorpion? Ah nee, das ist auch so ein Bock. So ein Ovis. Ja, hi. Die Viecher könnte ich halt auch erledigen. Die bringen halt auch krass Prime Meat. Da oben sind Raptoren. Zwei Stück. Die schnappen wir uns. Die schnappen wir uns beide. Hey, hey. Hey, hey. Hier, hier. Eins. Nein, Ravager, Ravager, Ravager. Neutral. 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 Neutral, mein Kleiner. Neutral. 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 Du sollst neutral gehen. Er ist bewusstlos, Mann. Chill mal, Bro. Jetzt hat er ihn erledigt. Ich denke, er ist Level 29. Bleib neutral. Bleib neutral, Bro. Den hier will ich haben. Der ist 29. Okay, der ist betäubt. Das war easy. Okay, den Level 2 hat er umgebracht. Das war jetzt nicht so schlimm. Der war Level 2, meine Güte. Scheiß drauf. Okay. Inventar öffnen. Esst das Prime Meat.
Okay. Ein Level 29er Raptor, mit dem können wir schon mal eher arbeiten, als wie wenn wir jetzt ein Level 2er Vieh mitgenommen hätten. Das hätte sich gar nicht gelohnt. Der ist One-Hit. Der ist One-Hit, selbst gegen irgendwie, keine Ahnung, einen Parasaurus oder so hätte der wahrscheinlich verloren. Aber so ein Level 29er, da können wir schon eher was mitmachen, Freunde. Wie viel Leben hat er dann? Okay, auch nur 320. Na, guck mal, ich hätte den fast getötet mit den Betäubungspfeilen. Ja, gut. Aber es sind halt gute Reittiere, obwohl die Ravager auch ziemlich schnell sind. Aber ich will halt wirklich einen Raptorenrudel haben. Was soll ich sagen, Freunde? Ich habe das schon oft gesagt. Aber ich liebe die Raptoren einfach. Ich bin ein richtiger Raptor-Fan schon immer gewesen. Okay, der wird easy gezähmt. Plus 14 Level-Effektivität. Guck mal, dann ist der auch 33, ist der dann, wenn das so bleibt. Okay, da hinten sind Ravager. Okay, komm. Komm, wir brauchen noch einen Ravager. Okay, komm, mein Kleiner. Hier kannst du jetzt wieder... Komm, du kannst mir jetzt wieder folgen. Und du darfst auch wieder... Du darfst auch wieder meine Ziele angreifen. Come on. Okay, da hinten ist ein Ravager. Den holen wir uns definitiv. Obwohl, warte mal. Ich schalte ihn lieber auf neutral. Ich kann ihn immer noch auf Angriff schalten, wenn es hart auf hart kommt. Warte, was ist denn hier hinter? Oh, noch ein Ravager und ein Kano. Oh, zwei Ravager und ein Kano. Oh, oh, oh. Chill, chill, chill. Okay, das lassen wir vielleicht besser. Wo ist denn mein Ravager? Komm her. Ich meine, wir könnten den Kano... Nee, das ist jetzt... Komm zurück. Je nachdem, welches Level der Kano ist, schaffen wir den zwar, aber... Ah, da ist er schon! Oh, RIP. Ah, komm, greif an. Let's go. Okay, das war's schon. Der war nicht so stark. Easy. Aber bist du auf neutral gestellt oder was? Ich hatte dich doch eben anders eingestellt. So, ich wurde auch noch vergiftet jetzt von so einem Ekelvieh. Keine Ahnung, was das soll. Ist alles für Arsch hier. So, ich habe jetzt noch den Kano abgeerntet. Der hat auch noch mal ein bisschen Prime Meat gegeben. Okay. Gut, da hinten ist jetzt halt ein ganzes Ravager-Rudel. Die Frage ist halt wirklich, wie stark sind die tatsächlich? Nicht, dass ich jetzt hingehe, wie ein... Oh Mann, fuck. Ein Basilisk. Der macht die Ovis fertig. Okay, aber er geht natürlich jetzt da hinten in die Richtung. Vielleicht gräbt er sich da hinten auch irgendwo ein. Gar keinen Bock auf einen Basilisken jetzt, Freunde. Weil nicht, dass bei den Ravagern sowas passiert wie den einen Ravager, den wir angegriffen haben, wo der sich auch als relativ stark rausgestellt hat und der Kollege ja auch noch fast draufgegangen wäre. Das war echt uncool. So, der Basilisk hat da unten das Vieh weggesnackt. Und bewegt sich natürlich, in unsere Richtung. Wie soll es auch anders sein? Aber er gräbt sich ein. Gott sei Dank. Okay. Ich bleib mal hier. Ah, der hat nichts mehr zu fressen. Okay, es hat nicht ganz gereicht. 99,9%. RIP, Alter. Er muss noch einmal essen. Okay, aber danach haben wir auf jeden Fall einen standfesten Raptor. Okay, da drüben ist so ein Echsenvieh. Hey, hey. Ruhig. Okay, ich will halt gern noch starke Raptoren haben, gern noch starke Ravager haben. Ich weiß nicht. Die sind halt einfach krass, keine Ahnung. Ich hab richtig... Was kämpft denn da hinten? Seht ihr da hinten? Irgendwas hat da gerade gekämpft, oder es sah nur so aus. Wir gehen gleich einfach mal den Weg hier noch ein bisschen hoch. Ich meine, wir haben einen Level 34er Raptor voraussichtlich dabei, 33er Raptor dabei und einen 43er Ravager. Das sollte man überleben können. Okay, so. Das ist jetzt wieder Blue, das ist jetzt unser absoluter Alpha-Raptor. Aberrant Raptor, Level 43? Ah, yo, 29 plus 14 ist 43, fuck, bin ich dumm. Okay, Inventar öffnen. Okay, dann hat er 345 Leben, macht gut Damage, denke ich mal. Okay, ihr beiden, kommt mal mit. Wir gucken jetzt mal, warte, du bist auch auf meine Ziele eingestellt? Okay. Schauen wir mal, was wir uns so schnappen können. Halt, einen zweiten Raptor oder einen zweiten Ravager wäre optimal. Da wäre ein Stego. Bulbdog. Noch ein Para. Aber den ganzen Kram brauchen wir wirklich nicht. Sind das halt ein Ravager? Wie sind diese ekelhaften Viecher oder was das sind? Ah ne, das ist eine Schildkröte. Ah, fuck. Ich dachte, das wäre ein Ravager. Okay, hier unten sind manchmal Raptoren. Okay, wieder ein Rudel Ravager. Drei Stück. Das ist zu hart. Drei Ravager sind zu hart. Das schaffe ich nicht.
Je nachdem, welches Level die halt sind. Könnte sein, dass wir hingehen, die sind Level 5. Yo, easy kill. Könnte sein, dass wir hingehen, die sind Level 40 und bin ich wieder voll am Arsch. Ich könnte mir halt echt mal das Fernglas so langsam craften, um halt wirklich zu sehen, mit was wir uns anlegen. Aber habe ich halt noch nicht gemacht, Freunde. Habe ich noch nicht gemacht. Okay, hier ist ein Rudel Paras. Aber die brauchen wir auch nicht. Da oben ist nochmal so eine Schildkröte. Da hinten ist noch ein Raptor, okay. Boys, Boys. Runterkommen, du auch. Runterkommen. Da hinten ist ein Raptor. Der legt sich gerade mit einem Duedicurus an. Das sind zwei Raptoren. Hi, Boys. Okay, es sind drei. Es sind drei. Ein. Ich hab euch auf neutral gestellt, ihr Deppen. Oh, es sind noch mehr. Ah, zack. Es sind noch mehr. Es sind noch mehr Raptoren. Okay, ah, den 20er haben sie auch erledigt. Ey, hallo, ich hab euch auf neutral gestellt. Sag mal, brennt's bei euch beiden irgendwie? Seid ihr blöd oder so? Hä? Hä, kennt ihr den Unterschied zwischen neutral und das, was ich zähmen will, töten nicht? Seid ihr irgendwie dumm? Wollt ihr Einzeltiere bleiben, ihr Idioten? Hä? Blue? Rex? Seid ihr stumpf im Hirn? Brennt's bei euch oder so? Digga! Gut, die Raptoren waren jetzt nicht sonderlich stark, waren nur Level 20er. Aber trotzdem, was soll denn sowas? Voll uncool, Alter. Und da unten sind scheinbar ein paar Skorpione am Amoklaufen oder so. Keine Ahnung. Und die klatschen hier die Raptoren weg. Alter. Alter. Jetzt habe ich nur noch zwei Bolas, weil ich die verworfen habe. Eben. Ich bräuchte jetzt nochmal Fasern, dann kann ich neue machen. Ich ernte mal kurz welche. Keine Ahnung, was das soll. Am Ende muss ich die beiden noch irgendwo stehen lassen, damit die mir meine Viecher nicht wegsnacken. Das ist ja abnormal. Kommt mal runter, Boys. Das geht so nicht, Alter. Aber wie kann ich das machen? Kann ich die irgendwie einstellen, dass die ihre Finger bei sich behalten? Komplett? Ich meine, ich habe Aggressionslevel tatsächlich auf neutral gestellt. Neutral. Was ja, guck mal, neuer Raptor. Neuer Jungs, Jungs, hier. Ihr bleibt jetzt beide hier. Betäubungspfeile, den schnapp ich mir. Da hinten ist zwar auch ein Ravager, aber ich kenne jetzt gar nichts. Oh, es sind viele Ravager. Scheiße. Egal. Raptor. Hallo, Raptor. Kommen Sie bitte. Ja? Okay, ach, der ist Level 6. Das lohnt sich ja schon wieder gar nicht, Mann. Ich will keinen Level 6er Raptor haben. Boy, das tut mir jetzt sehr leid, ne? Tut mir wirklich sehr, sehr leid für dich. Aber, nein. Nein. Das war jetzt eine Bola verschwendet, ey. Das war jetzt auf jeden Fall eine verschwendete Bola. Kommt mal mit. So. Hallo, ihr sollt mitkommen. Mitkommen. Ich muss kurz was trinken. Wir gehen mal hier runter zum Strand. Okay. Ja, wir gehen nicht hier zum Strand. Ich esse mal kurz was. Ja, ja, ich brauche Wasser schnell. Alles cool, Mann. Alles cool. Ich bin auch kein Zauberer. Ich kann mir kein Wasser aus dem Arsch ziehen. Okay, wir müssen jetzt hier drüben an den Strand runtergehen. Hier oben liegen noch die toten Raptoren. Hier unten haben wir halt so ein paar kriminelle Skorpione, die scheinbar echt gerne irgendwelche Viecher angreifen und töten. Aber die werden da, glaube ich, gerade zerlegt. Okay, ich trinke mal schnell was. Okay, ich sehe da drüben den Spinosaurus. Ich würde halt auch echt gerne einen Spinosaurus zähmen, ne? So ist nicht. Okay, erstmal was trinken. Okay, und wir gehen... Hey! Ruhig! Wir gehen wieder. Boys, wir gehen wieder. Ein Spinosaurus ist halt auch in der Nähe von unserem Lager. Es wäre auf jeden Fall eine Maßnahme, das zu versuchen. Das Ding ist halt, der frisst garantiert viele Betäubungspfeile. Ey, lol, komme ich jetzt nicht raus? Oh Mann, nein. Okay, scheiße. Ich dachte, wir kommen hier raus. Das heißt, ich muss jetzt hier irgendwie wieder so einen ganz dummen Weg laufen, um nach Hause zu kommen. Ruhig. Und zwar hier am Strand entlang. Wo uns jederzeit irgendwas entgegenkommen kann.
Okay, Jungs, kommt mal hier rüber, kommt mal hier rüber. Wir gehen. Ah, wir könnten hier runter gehen. Wir gehen lieber unten rum. Nicht, dass mir irgendwer wegstirbt. Obwohl ich kaum glaube, dass die sterben von dem kleinen Fall. So, wir gehen hier noch runter. Seid ihr noch bei mir alle beide? Ja. Ah, nein! Okay. Okay, ich muss kurz warten, bis es aufhört. Ich muss kurz warten, bis es aufhört. Diese scheiß Vergiftung, Alter. Diese ganzen Psychotrips, Digga. What the fuck? Dieses scheiß Spiel, du. Okay, was ist denn hier? Oh. Dodo, ey. Ich hab mich gerade voll erschreckt. Okay. So, wir gehen hier runter. Kommt mit, ihr zwei? Sehr gut. So, hier kann man auch nicht raus. Ey, Kacke. Da oben ist ein Stego. Der guckt hier runter ganz neugierig. Roter Iguanodon. Okay. Ah, jetzt sind hier hinten diese Krabbenviecher, Alter. Hallo, Ravager. Spring. Spring, du Affenarsch. Trottel. Komm da raus. Komm da raus. Jetzt komm mit. Ah, jetzt hängen beide da fest. Okay, wir gehen um die Steine drumherum. Seid ja scheinbar zu dumm dafür. Okay, ich würde ungern durchs Wasser gehen. Ich will wirklich ungern durchs Wasser gehen, Freunde. Okay, es reicht jetzt. Ich würde gern... Warte, ich mach die Steine hier mal weg. Zuerst die beiden... Ah, ich mach nur die beiden kleinen weg. Weil die Spitzhacke ist gleich im Arsch. Und ich kann sie eh nicht reparieren. Oh, ey. Jetzt muss man wieder so übelste Umwege gehen, wisst ihr? Das ist halt echt nervig. Okay, so, kommt jetzt. Jetzt passt es aber, oder? Ravager? Ey, hallo, sag mal, bist du irgendwie bekloppt oder was? Mal brennt... Hä? Seid ihr nur dumm? So, ah, guck mal, es geht doch. Es geht doch, sehr gut. Ihr habt es geschafft. Congratulations. Congratulations. Hey, Raptoren. Ein Kanu da drüben. Zwei Raptoren da drüben. Okay, wir könnten den Kanu da locker erledigen. Machen wir auch. Aber das Problem ist... Oh, er hat uns schon gesehen. Ah, macht ihn mal platt. Macht ihn mal platt. Welches Level ist denn der? Keine Ahnung, welches Level genau der ist. Oh, Level 24. Okay, aber er ist tot. Aber er ist tot. Okay, kommt wieder hierher, ihr beiden. Ihr werdet euch jetzt hier an den Strand stellen. Hier. Du wartest hier. Du sollst hier warten. Du auch. So, da drüben sind Raptoren, die ich gern zähmen möchte. Wo ist er hin? Ah, da hinten. Okay, warte, wir gehen mal kurz wieder auf Betäubungspfeile. Und schnappen uns mal den einen Raptor. Okay, es sind zwei, es sind zwei. Das heißt, beide Bolas müssen treffen, sonst bin ich am Arsch. Okay, hi. Okay, Bola Nummer 1 trifft. Bola Nummer 2 auch. Okay, die sind beide High Level. Was heißt High Level? Aber hoch. Oh, 49, Alter. Okay, zwei müssten für den reichen. Vielleicht drei Pfeile. Ey, brauch ein paar mehr. Der ist 49, den brauche ich. Den brauche ich auf jeden Fall. Komm schon, werd betäubt. Come on, Bro. Hey, 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 hey. Ja! Ja! Okay, 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 okay. 49er Raptor. Du kriegst Fleisch. Du kriegst Fleisch. Okay, ich hol die anderen beiden. Wir müssen hier noch schnell irgendwas erledigen. Wir müssen schnell noch irgendwas umbringen. Wir brauchen Fleisch. Aber warte. Ihr beiden. Hey, 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 hey. Agro, 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 agro. Agro. Skorpione. Skorpione. Ah! Zack! Komm, mach ihn platt, mach ihn platt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Jungs, gebt mir euer Fleisch, gebt mir euer Fleisch. Oh, der hat noch Prime Meat. Der hat noch. Oh! Kommt! Weg, weg, weg! Weg, 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 weg! Haut ab! Komm, komm, komm! Jungs, kommt! Kommt schnell! Kommt schnell! Kommt schnell! Kommt schnell! Okay. Aberrant Raptor, Level öffnen. Inventar öffnen. Rein. Oh Gott, wir haben fast die Aggro.
von diesem Biest gezogen, Alter. Das hätte nicht gut geendet. Das kann ich euch versprechen. Okay, Inventar öffnen bei dem hier auch. Ist ein bisschen Fleisch rein. Okay. Okay, dieses Vieh erledigen wir erstmal nicht. Ein Raptor war eben da hinten noch, den habe ich noch gesehen. Und die Ravager sind da hinten. Das Krabbenvieh ist da unten. Kommt nicht in unsere Richtung. Okay, jetzt chillen wir erstmal. Ganz ruhig bleiben, Freunde. Okay, wir machen wieder einen kleinen Cliffhanger. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Euer Tuber verabschiedet sich. Mach's gut. Und bis dahin!